einen schönen Drill am Archi, wenn man hier auf Saiblinge ist, das nimmt man doch gerne mit. Ah, wieder einen Zander. Aber solche Brocken wollen wir doch auch gerne haben. Auch Zander bringt immer gut Cash. Ja, ich bin mal wieder am Archi mit dem Vecchi-Rig und schleppe die ganze Zeit hier mit dem Vecchi-Rig, fahre die ganze Zeit im Kreis und es fängt schon gut an. Also raus mit den Ruten, erstmal wieder schön absinken lassen und während der Absinkphase immer mal wieder wechseln und siehste und immer mal wieder reingucken. Denn alleine schon in diese Absinkphase können schöne Brocken reingehen, seltene Brocken, die Fältchen und sowas. Schwarzes Fältchen, super selten, nehmen wir natürlich auch gerne mit. Und dann lassen wir das Ganze hier runter auf 25 oder knapp 30 Meter, so. Und dann hier nochmal eben gleich gucken, wie weit das denn absinkt. Und dann schauen wir auf dem Echolot. Wir haben es hier 26 Meter tief. Und so, gucken wir mal, dass wir hier jetzt auch unten ankommen. Und dann geht es gleich schön in den Trollinggang. Und zwar einfach nur im Kreis fahren. Die ganze Zeit so ein bisschen Bewegung machen. In Na, schon wieder Biss. Na, das ist aber nicht schlecht. Irgendwas Lüttes nehmen wir natürlich gerne mit. Vielleicht ein Stint oder so. Ja, wobei für einen Stint schon ein bisschen zu viel, ne? Nochmal ein schwarzes Fältchen. Tipptopp. Also direkt wieder raus damit. Dann kann ich in der Zwischenzeit das Ding hier vielleicht sogar auch nochmal ein bisschen hochziehen. So, machen wir so auf 10 Meter. Auch nochmal absinken lassen. Und dann gucken, wie beide parallel funktionieren. Einmal links, einmal rechts. Die sind ja ausgerüstet. Wir gucken das gleich natürlich im Detail nochmal an. Mit den super, schon wieder. Was? Mit den super leichten Haken. Oha. Oha, hat ein bisschen Bock. Und stürzt sich in die Tiefe. Ja. Zieht weiter in die Tiefe. Und kriegen wir auch gerade noch nicht wirklich irgendwie gebremst. Aber macht keine Kopfschläge oder sowas. Oh, 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 oh. Könnte es schon Welt sein oder so? Oder eine fette Quappe? Wobei die Zander hier, ne? Also Zander auch immer wieder monströs. Oh, wir müssen einen höher ziehen. Oha. Ich bin gespannt. Na, guck. Doch überwältigt. Ich bin sehr gespannt. Was ist das denn? Sehr... Doch, der Zander ist der Hammer, ne? Die machen sich so schwer, die Brocken. Aber geil, nehme ich gerne mit. Dritter Versuch, hier ist auch was drauf. Ja, läuft gerade wieder. Läuft gerade wieder am Archi. Schön. Oh, 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 oh. Das ist ein bisschen energischer. Das kämpft ein bisschen mehr, mehr Kopfschläge. Ludoga-Saibling. Na, das ist doch schön. Nehmen wir doch gerne mit. Die Saiblinge, die will ich haben. Deswegen bin ich hier. Raus damit. Hier nochmal eben gucken. Ja, das ist natürlich das Eigentliche. Ne? Also rauswerfen, absinken lassen, gucken, geht was rein oder nicht. Aber was eben auch gut geht, und das vielleicht zeige ich es ja dann doch gleich noch irgendwann mal, ist das im Kreis fahren und währenddessen laufen lassen sozusagen. Also einfach im Trollinggang an einem Spot. So, jetzt sind wir hier unten angekommen. Machen wir auf 25 Meter. Beziehungsweise ich habe hier die Nordmeerschnur drauf, wo dann eben die Anzeige genau ist. 13, noch was Kilo, die kleinste Nordmeerschnur. Wenn man jetzt aufmacht, sind wir bei 30. Wenn ich zumache, genau bei 25. Also irgendwie so bei 29 oder sowas. So, das auch nochmal aufmachen auf die letzten Meter. Haben wir. Ja. Na, vielleicht ist es hier gar nicht mehr so jetzt so tief. Auf 26 reicht, glaube ich. So, beide sind unten angekommen. Dann einfach locker hinsetzen. 26 Meter, da kommt auch schon wieder was an hinten. Dann machen wir einfach J für den Trollinggang an und sofort, ich mache jetzt einfach mal D, einlenken. Und jetzt fährt man fast auf der Stelle. Also regelrecht quasi um die eigene Achse dreht man sich jetzt hier. Und das alleine genügt auch schon, dass man da ein bisschen triggert. Na, ist da schon wieder was drauf? Nee. Natürlich jetzt immer schön
die Routenspitzen im Blick behalten. Gleich sieht man das noch ein bisschen besser mit der Schnur. Sobald die sich halt so ein bisschen leicht einbiegen, die Spitzen, dann hat man halt direkt wieder was dran, ne? Klassiker. Na? Inventory. Die da hinten, die sehe ich so schlecht. Aber wie gesagt, einfach dieses im Kreis drehen reicht schon aus. Und dann geht eben, ja, verschiedenstes rein, ne? Wir haben jetzt ja gerade schon die ganzen Fältchen gesehen. Gerne mehr von den Fältchen. Gerne aber auch mehr von den Saiblingen. So sieht es gerade hier aus. Valambuckel-Marine auch schon mit dabei. Bachsaiblinge, hier schwarze Fältchen und so weiter. Zwischendurch natürlich auch mal so ein Fail. Gerade eine kleine Brasse im Absinken oder einen Barsch mit dabei. Klar, passiert. Aber im Großen und Ganzen ist das hier schon gar nicht so schlecht. Und ich denke, das kann man auch ganz gut an allen anderen Stellen machen. Einfach so dieses im Kreis drehen und gucken, wann und wie da was reingeht. Und dann lübt das auch irgendwann. Jetzt gucken wir mal eben, wo wir sind hier oben. Also es geht gerade hier schön um die 27 herum. An der Stelle. Es gibt auch noch einige andere Stellen, die seit einigen Wochen eigentlich konstant und immer wieder ganz gut liefern. Also es läuft wohl gerade immer wieder ganz gut mit Vecirig. Beziehungsweise es gibt zurzeit wohl einige Angler, die das gerade testen mit dem Vecirig. So, jetzt fahre ich mal mehr auf diesen kiesigen Untergrund. Wir haben das Echolot ja hinten dran, das heißt, wir sehen das erst im Nachhinein. Aber offenbar haben wir jetzt hier kiesigen Untergrund, das ist soweit schon mal okay. So, nochmal eben kontrollieren, nicht, dass irgendwas ganz Kleines dran ist, kleiner Stint oder so. Und dann geht es weiter. Einfach locker im Trollinggang, 3 km/h. Und da ist auch das Wetter eigentlich fast egal. Fast, weil ich, als ich angefangen habe, war es regnerisch, war eher ein bisschen wilder vom Wetter. Und da war es nicht so nice. Und mit dem Wetterwechsel, leicht sonnig, sofort ging es ein bisschen besser los, auch direkt mit den Saiblingen. Man sieht das, glaube ich, hier war so ein kleiner Gap. Und auf einmal ging das los, bam, badam, badam. Also vielleicht doch eher bei Sonnenschein oder besserem Wetter. Hast du Erfahrungen dazu? Auch gerne teilen, gerne in die Kommentare reinschreiben, wie das ist bei dir. Hast du ja eher die Fänge bei gutem Wetter oder eher bei schlechtem Wetter? Das ist dann halt immer die Frage, was läuft. Ich mache mal jetzt hier kurz Stopp. So, dann bleiben wir mal kurz hier. Denn auf dem Echolot gerade gesehen, da ist aber schon gerade dran vorbei, dass da so ein Spot war. Und wie gesagt, das ist ja hinter uns. Und dementsprechend können wir eben ganz gut eben, wenn wir, siehst du, da ist schon was dran. Und, jawohl, wenn wir eben gerade dran vorbeigefahren sind, immer noch anhalten und nach hinten hinauswerfen. Gerade wenn man so langsam unterwegs ist. Da passt das. So, oha, die wollen wir natürlich nicht. Die würden ja übelst Action machen. Und dann am Ende doch nicht so viel Silber bringen. Ne? Also ich ziehe jetzt hier nochmal ein bisschen hoch. Lass nochmal wieder absinken. Mal so auf 10 Meter. Zack, wieder runterlassen. Hier sinkt es gerade runter. Ja, und dann geht das Spielchen wieder von vorne los. Einfach rauf und runter ziehen. Immer wieder ein bisschen absinken lassen. Und wenn dann im Absinken bei beiden nichts kommt, einfach wieder ein bisschen weiterfahren. Gucken, ist hier irgendwo was zu sehen auf dem Echolot. Dann wieder runterlassen. Und dann lübt das wieder von vorne. Ja, so sieht es aus. Jetzt heißt es weiter suchen. Ich bin gespannt, ob da was geht. Ich bin gespannt, ob bei dir was geht. Toi, toi, toi. Petri, rausziehen die Ach so, Setup. Haha. Setup, Alten. Auf dem Setup, auf dem Vecirig. Also auf dem Nasty Worm. Relativ, ja, so schwarz glitzernd. Auf dem 1-0er. Und hier eben, wie gesagt, wichtig, 1,75, damit das eben schön langsam runtertrudelt, das Ganze, ne? Und hier auch gerade nur mit 9,4 Kilo unterwegs. Also, ich bin gerüstet für den großen Drill. So, jetzt geht's gleich wieder los. Also, ich bin gerüstet für den großen Drill. Gewichtsmäßig 4,4 Kilo. Hat schon ein bisschen Drill. Ja, musste ich schon ein bisschen rein. Aber so einen dicken, fetten Klotz-Saibling würde ich doch mitnehmen. Oder so, also das passt doch schon ganz gut. Von daher schön leicht reingehen. 800 Meter Schnur ist drauf. Dicke, fette Schnur gekauft. Also ich kann auch schön lange hier was ausdrillen. Und dann lübt das doch dann irgendwann. Irgendwann muss doch auch mal
so eine Trophy reingehen. Petri Lümmels, aber nu, wenn es dir gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin.